Hi Leute und willkommen zurück zu Bayonetta 3. Der Name des Prolog hier sagt eigentlich schon alles. Eine chaotische Begegnung, man könnte auch sagen, eine chaotische Action, ein abgefahrener Action-Moment nach dem anderen. Wir sind gerade wieder mitten in einem drin mit Jeanne zum ersten Mal. Wogegen sollen wir hier kämpfen? Wir gehen mal Jeanne helfen, glaube ich. Schmetterling. Okay, da kam was aus dem Boden raus. Darauf war ich nicht vorbereitet gewesen. Hier passiert nicht viel mit der Lebensleiste vom Boss, oder? Ah, jetzt ist ein bisschen was passiert. Wenn wir unseren schwimmenden Dämon hier rausholen. Gut, dass wir einfach nicht getroffen werden. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas besonders gut mache oder besonders schlecht mache. Ich habe keine Ahnung. Ach so, unser Dämon ist gefangen. Okay. Ich glaube, wir haben irgendwie irgendwas geschafft. Mir ist aber nicht so hundertprozentig klar, wie. Max Bonus mal wieder. Ich glaube, Jeanne war einfach nur unsere Freundin, ne? War nicht unsere Schwester oder so. Oh, das hat wohl nicht gereicht. No. Ich glaube, im zweiten Teil hatten wir sie auch schon mal irgendwie aus der Hölle befreien müssen. Kraken, Tyrann des Düsterschlunds. Ein Boss nach dem anderen hier, oder was? Oh mein Gott. Es geht einfach nur ab die ganze Zeit. Also es gab auch sowas wie Levels, ne? In den ersten beiden Parts. Bis Clowny mit... Was ist die Erwartung, dass ich hier wieder meinen Dämonen raushole? Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier einen bestimmten Rhythmus einhalten muss, um mit dem Dämon zu kämpfen, ne? Ja, dem hätten wir wahrscheinlich ausweichen können, oder? Genauso wie diesem Ding hier. Ja, ausweichen kriegen wir zumindest einigermaßen hin. Ich weiß noch, da hatte ich im ersten Teil mega Stress mit. Ich glaube, sie haben auch das Ausweichtiming ab dem zweiten Teil dann ein bisschen verzeihender gemacht. Generell, mit dem ersten Teil, wie gesagt, war mein erstes Spiel in dieser Richtung gewesen. Bin ich am Anfang auch überhaupt nicht klargekommen, bis ich mich mal irgendwie ein bisschen eingegroovt hatte. So, okay, wenn der Dämon dann irgendwas weggebrezelt hat, kann man auch mal so einen Abschlussmove machen, oder was war das jetzt gerade? Das Schiff fällt und fällt. So, ausweichen, kriegen wir hin. Oh, von wo kam das jetzt? Ich glaube, dem sollten wir auch nicht ausweichen, oder? What the fuck? Ey, der ganze Prolog ist im Prinzip schon nur eine überdrehte Actionsequenz, ne? Es ist so hart, das Spiel. Was werden wir jetzt zum Haarmonster? Oder zu was auch immer für einer Hexe, Unterwasserhexe? Hä? Madame Butterfly, Maitresse des Grolls. Waren wir das nicht gerade gewesen, die sich da verwandelt haben? Oder habe ich irgendwas... irgendwas vercheckt? Gigaton! Ma
mal wieder Max-Bonus. Kann man das eigentlich failen mit dem Max-Bonus? John. Gerettet. Vers 3. Wow, Vers 3, Platinus. Was geht ab, Leute? Ich glaube, das ist so eine Wertung, habe ich echt mega selten erhalten im Bayonetta. Aber es ist halt auch immer noch der Prolog, ne? Aber Platinus ist eine krasse Note für mich, das kann ich euch jetzt schon sagen. Hi, Ronin. Ich meine, im Prinzip geht das Spielprinzip auch ein bisschen darum, ne? Den Kampf zu perfektionieren, die Level immer wieder zu spielen, bis man überall den Highscore hat. Playing the Good Samaritan, Rodan. How dreadfully noble. We gotta talk. Preferably someplace a little quieter. Aber so habe ich das nie gespielt. Ich habe es immer einmal durchgespielt, weil es einfach von der Action her, vom Kampfsystem her schon auch Laune macht, wenn man nicht nur auf Highscore ja geht, weil es einfach so abgefahren ist. Wir haben Gold Minus erhalten für den ganzen Prolog, weil es einfach so abgefahren ist, dass es einfach witzig ist und mega Bock macht, das auch einfach mal einmal durchzuspielen, ne? Ja, aber ich glaube auch diese Gold-Minus-Trophäe fürs ganze Kapitel werden wir nicht oft sehen. Man sieht, die Kapitel sind in Verse eingeteilt, warum auch immer das in dem Spiel Verse heißt. Gesamtpunkte. So, wir haben hier neue Rekorde auf unserer Switch, glaube ich, aufgestellt. Das ist Kapitel 1. Das ist das, was wir zuerst gespielt haben, oder? Memento der Zeit. Phänomenbestätigung. Normal. Oder ist das hier noch was anderes? Wenn es das ist, was wir schon kennen, brechen wir es halt wieder ab. Aber das könnten sie für den Start mal ein bisschen eindeutiger strukturieren, ne? Dass man weiß, was man davon eventuell schon gespielt hat und was nicht. When I was a kid, my father used to tell me something. Ja, das ist das. There are no Ja. Ich will eigentlich ganz raus aus dem Level. Genau, das ist das, was wir schon gespielt haben. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, in welche Richtung die Karte hier läuft. Aber warum steht es denn hier auch nicht, dass man hier schon irgendwas geschafft hat? Upsa. Jetzt können Sie wenigstens mal irgendwie mal einen Haken dran machen für einmal gespielt, oder? Beende den Kampf an Deck, ohne Wolken der Vertilgung zu berühren. Okay, vermeide Kontakt mit der Tinte von Kraken. Provoziere einen Gegner. Greife den Cumulonimbus mit packender Biss von Gnomora an. Greife mit Gnomora 5-mal die Ankertentakel vom Kraken an. Ja, auch das sind so Zwischenziele, denen gehe ich jetzt nicht nochmal weiter nach. Wir spielen es jetzt einfach erst, also was heißt einfach erstmal, in diesem Let's Play spielen wir es einfach relaxed durch das Spiel, ja? Und das ist alles, was ich hier vorhabe. Zumindest in der Aufnahme. So. Das ist ganz witzig, in den Ladescreens hier kann man auf jeden Fall trainieren. Aber die sind auch so schnell vorbei, dass ich nicht viele Kombos weiter ausprobieren kann. Ich weiß nicht, ob man irgendwo nochmal expliziten Trainingsraum oder so anwählen kann. Müsste ich vielleicht auch mal gucken dann zwischen den Parts. So, hier sind wir wieder in dieser Bar zwischen Himmel und Hölle von Ronin irgendwie. Mit der typisch bekannten Musik. Sieht cool aus hier unten auf jeden Fall. Und Ronin hat eigentlich immer den Peil, ne? Ja, nicht. Ed! Ed! Oh Gott! He tried to go outside, but I knocked some sense into him. After all, he still hasn't paid that tab.
Ja, das muss ich mal nachgucken, was er hier für Schulden hat. Das weiß ich nicht mehr. We'll be cool down here for a little while. A very little while. Der brennende Daumen, den hätte ich auch gerne. You mean those weren't your playmates? Not my type. Although I did try shaking hands. Those things ain't for Paradiso or Inferno. They're locals. In other words, they're part human. Human? They're homunculi. Man-made bioweapons. Okay. How about you tell us who you are first, Miss... Viola. Hi, Viola. Bayonetta, I'm... never mind. Look, we don't have time. If we don't stop them, this world is history. And reality as we know it gets wiped out for good. And so you just led them right to us. No! They're like locusts, spreading through the multiverse, destroying it as they go. Just trust me, damn it! We've got to hurry! Bayonetta, Jean, you both have to help! Sie ballert hier erstmal rum, oder was? Why do you know our names? And who the hell taught you that bit of magic? Well, in the world I'm from, we've already met. A world like this one, in another part of the multiverse. Sag ich doch, Multiversum. But it's gone now. Along with you, and you. And everything else. The homunculi are tearing through the multiverse. And there's only a few worlds left. Okay. Multiverse. On the off chance you're not insane, what do they want? Hold up. This could be serious. If what you're saying is true, then this ain't just a human problem. Within the Trinity of Realities, the world of chaos is actually made up of countless universes, all stacked up together. That's the multiverse. If someone's wiping those universes out, one by one. No, wiping out doesn't quite explain it. They're breaking the multiverse down. Trying to fuse it together. Like running thinly sliced Wagyu beef through a grinder to make a big old juicy burger. And if they can pull it off, they'll get their hands on enough power to wipe out the whole Trinity in a snap. Die Stimme von ihm ist so cool. Thank you, Professor. And what do you expect us to do? Right. There are two things we have to do. Jean, I want you to find a scientist named Sigurd. He's somewhere in this world, and he can help us. And Bayonetta, I want you to come with me to help find more of these. Oha. This is a chaos gear, the key to beating Singularity. And the only one who knows how to use them is Dr. Sigurd. Without both of them, we can kiss this world goodbye. Na gut. Well, dann machen wir's so. Solitaire in a literal man cave isn't exactly riveting. I suppose I'll be your chaperone. That will help restore some sanity, right? We'll have a bit of girl talk along the way. Okay.
So anyway, Viola, you gonna introduce me to this thing or what? Sishir. Der verlorene Paria. Sishir. Ist das nicht auch ein Name aus dem ersten Teil? Aber ist so geil. Also die Bayonetta-Stimmung haben sie auch wieder so geil eingefangen, ne? Damn it, Cheshire! You know you're not supposed to pop out like that! Cheshire. Their leader's name is Singularity. He unraveled the secret of the multiverse before anyone else. Declaring his own world the Alphaverse, he began destroying the other layers of the multiverse, one by one. There's only one way to stop him. Take the fight to him in the Alphaverse. We don't have a way to move freely through the multiverse. But there's one place that connects the whole thing. A legendary island created by the Umbra and the Lumen to study and reach out to the unknown. The secluded island of Thule. Are you sure your fantasy island is real? Wo sind wir da jetzt? Believe and the path will open. Look, there it is. Ah, schon gefunden. Dann können wir jetzt zu dem Boss da ummenschen, dann ist Ende, oder? Jemand seine Dimensionen verbindet ja irgendwie alles die Insel, habe ich gerade verstanden, und dann ist doch auch schon gut, oder? Die Katze ist geil. Bisher finde ich es übrigens. Someone seems very interested in our arrival. Is it him? Let's land fast. It's not safe. Bisher finde ich es übrigens grafisch ganz nett, ne? Ich habe eigentlich gelesen, dass es relativ kacke aussehen soll. Zumindest stellenweise. Vielleicht kommt es auch noch. What's that? Oha, es wird auf uns geschossen. Die ersten Homunkuli sind schon wieder am Start hier, oder wie? Auf unserer Hub-Insel. Kavum, leichte Fernunterstützungseinheit. Die Vorstellung der Gegner. Auch immer mit einer epischen Musikuntermalung dabei. So, dann geht es darum, jetzt die Fernunterstützungseinheiten hier zu erledigen. Quite the warm welcome. So, we'll be carrying my luggage. Boah, da sind auch noch andere. Wo kommen denn die Kleinen hier noch alle her? Und wo ist der Große hin? Ist der Große schon hinüber? Boah, haben wir jetzt die Kombo abgebrochen, zu oft ausgewichen. Aber ich dachte eigentlich auch, der Große wäre noch hinter uns. Da kommen noch mehr. Ja, das ist auch eine coole Kombo gewesen. Ah, scheiße, einmal getroffen worden. Ja, das ist die Standard-Kombo. Die mache ich auf jeden Fall gerne, das ist schon mal klar. Überlege gerade nur, wie ich die andere geschafft habe. Ach komm, hör doch mal auf hier. Ja, abwechselnd. Faustkampf. Und Fußtritt ist auch ganz witzig. Sag mal, bleibst du mal stehen, Junge? Okay, das war die Endzeitlupe, oder wie? Vers 1. Silberminus. Silberminus ist okay für mich. So. Ah, hier ist jetzt... Okay, was sammeln wir hier ein? Erstmal sowas
wie ein Level, zum ersten Mal sowas wie ein Level, in dem wir uns frei bewegen können. What is this? Verrät sie uns nicht? Generell, was wir jetzt gerade tun müssen, verrät sie uns nicht oder wie? Können wir so weißes Zeugs einsammeln? War ja auch schon unverschämt, dass wir bei Ronin auch nichts kaufen konnten oder so, ne? Achso, ne. Set B, Set A. Achso, kann ich anscheinend verschiedene Ausrüstungssets auswählen, wenn ich sie denn irgendwie hätte. Okay, warum konnte ich jetzt fliegen? Ich weiß nicht. Ist das hier jetzt ein richtiger Level oder so eine Art Hub-Welt? Und hier, wie heißt du nochmal? Dingens da. Rennt uns auf jeden Fall die ganze Zeit hinterher. Okay. Hier scheint sonst nicht allzu viel zu sein. Was auch immer das hier ist, ne? Es wird ein nichts angezeigt, keine Interaktion, gar nichts, kein Hinweistext. Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall zum ersten Mal in einer etwas freier bespielbaren Szenerie, wo nicht nur Bosskampf am Bosskampf gereiht wird oder Cutscene an Cutscene und da ist die nächste. You're seeing that off in the distance too, right? Yeah, pretty sure those are other worlds in the multiverse. I bet the people who built this place used to watch over different worlds the same way. Die richtige Richtung. Drücke L, um den Weg zum nächsten Ziel weisen zu lassen. It's about time I got moving again. Ah, okay, da ist ein Zielmarker und die Kamera wird dann nur dahin gedreht. Da ist schon wieder Sonnenmarker. Tja, ich habe keine Ahnung. Thule, Gang der Mysterien. What's this? What's this? It opens with Umbran magic. It seems we really do share a past with this island. Was macht sie da? Guckt sie in ihren Schminkspiegel. Da hinten geht's weiter. Ich bin mal gespannt, ob das auch storymäßig nochmal irgendwie an die ersten beiden Teile anknüpft. Da ging es ja schon irgendwie beides mal um ihren Vater, ne? Ich muss zugeben, ich habe mir die Story auch mal auf Wikipedia durchgelesen. Wie die Story der ersten beiden Teile war. Da hinten leuchtet was. So, wenn ich B gedrückt halte, dann haben wir jetzt zu diesem Schmetterling Info. Höllendämonen benötigen ausreichend Platz und lassen sich nicht in zu kleinen oder zu engen Bereichen beschwören. Warum sagt er mir das ausgerechnet jetzt? So, B gedrückt halten, dann geht man in so einen leichten Sinkflug oder so einen schwebenden Sinkflug. Oder ob diese Multiversum-Geschichte hier jetzt völlig losgelöst von den ersten beiden Teilen ist. Ich weiß es nicht. Steht auch schon wieder so ein Teilchen rum. Fortschritts. Achso, da. Spielerinfos. Was will das Spiel von mir? Siegbedingungen. Beißen und schleudern. Das ist nochmal irgend so eine Herausforderungswelt. Gegnerübersicht, Welle 1, Flokkus. Ah, Y betreten. Es ist jetzt ein richtiger... Es war nicht unser Ziel gewesen, ne? Ist das jetzt irgendwie ein Level gewesen? Oder sind das diese 1, 2, 3 Bonus-Arenen? Herausforderungsarenen, wo es dann auch noch immer irgendwelche speziellen Herausforderungen, Belohnungen gibt. Sieht irgendwie so aus. Begrenzte Zeit, unsterbliche Gegner. Beißen und schleudern. Begrenzte Zeit, unsterbliche Gegner. Beißen und schleudern, Belohnung. Erst Erfolg, irgendwas Rotes, wiederholen, irgendwas Grünes. Waffen frei, Dämonen, Zubehör. Ja, was? Now's your chance.
Ich glaube... Was mache? Was stecke ich in ihm drin? Nein. Okay, es ist vorbei oder was? Gescheitert? Weil ich in ihm drin steckte? Es wäre cool, wenn sie einmal ein bisschen mehr Zielinfo anzeigen würden, ne? Außer begrenzte Zeit und unsterbliche Gegner. 0 von 3. Okay, jetzt habe ich einen dieser grünen Punkte da oben verloren. Und darf ich auch irgendwann wieder zubeißen? Wir haben irgendwas geschafft. Okay, das ist auch unsere Erstbelohnung. Du hast eine Gold-Minus-Medaille erhalten. Immerhin das. Ich habe eigentlich gedacht, ich wäre wesentlich schlechter gewesen. Zumal ich auch immer noch nicht ganz gecheckt habe, was unser eigentliches Ziel war. Okay, man könnte auch noch mehr davon erhalten, oder wie? Aber ich glaube, wir verlassen es jetzt erstmal wieder hier. Aber ich weiß, dass es in den ersten beiden Teilen auch irgendwie so Herausforderungsarenen gab. Mal, das war jetzt irgendwie sowas. Oh ne, das wollte ich gar nicht. Wie war das nochmal? Mit zeig mir das Ziel. War das nicht drücke auf L? Nee. ZA, ZB. Man hört immer, es kommt so ein dumpfes Dutt, wenn ich auf L drücke. Aber zeig mir, das Ziel war doch mal L gewesen, oder? Jetzt. Ich hätte schon gerne wieder eine Zielanzeige. Warum ist sie jetzt weg? Ah, Vers 3. So, wir können zubeißen mit ihm. Das ist ganz geil. Haben wir ihn? Ja, das war anscheinend schon Vers 3 gewesen, oder wie? Gold minus. Ach, guck mal, jetzt kriegen wir wieder eine Zielanzeige auf einmal. Und warum steht er hier noch leuchtenderweise rum? Ist das ein Bug? Oder passiert das? Also das hier scheint mir irgendwie so eine Art Wegpunkt oder so zu sein, ne? Ja, jetzt haben wir da unten die Info. Achso, weil links unten das Ding durchgestrichen ist und das ist die Info dazu. It's about time I got moving again. Und diese komischen, kubischen Dinger, die zeigen mir grob den Weg, ne? So, wieder ein Wegpunkt. What's this weird ass wall? Just needs the right touch. Any true Umber Witch knows that. Genau, wir können es da durchprügeln. This trip has been full of surprises, hasn't it? Is this a multiverse portal generator? Bayonetta, wait, it might be a bad idea to mess with that.
Ich glaube, das sehen wir anders. Too late for regrets now, I'm afraid. Bayonetta! Separate locations for now, then. Good luck. Ging nun Gagab. Was ist das für ein Name? Die Chaoskluft. Wir sind alleine wieder. Ich kann nicht sagen, dass ich... Du kannst Beschwörungsfelder bis zu 3 Höllendämonen zuweisen, um sie in Kämpfen blitzschnell auszutauschen. Drücke links, rechts, oben, links oder rechts, um einen Höllendämon zu wählen. Tust du dies beim Beschwören, nimmt der neue Dämon den Platz des alten ein. Rüste dich auf der Registerkarte Dämonen im Untermenü mit Höllendämonen aus. Wähle zuerst ein Feld und anschließend den Höllendämonen. Gomorra, das ist der, den wir gerade schon hatten die ganze Zeit, ne? Gomorra. Und wir haben einen weiteren. Madame Butterfly. Okay, man hätte sich auch nochmal Infos angucken können. Ach so, man kann hiermit auch während einem Dämon beschworen ist schnell umschalten. Das wollten sie, glaube ich, sagen, ne? Ich frage mich nur immer noch, warum ich... Ja gut, jetzt habe ich die ganze Energie verbraucht. Das war wahrscheinlich nicht so schlau. Ich frage mich nur immer noch, ne, was der Unterschied ist zwischen ZR und einfach ZL. ZR drücken, wenn man einen Dämon beschworen hat, und einfach ZL loslassen. Vers 4. Bamski, Junge. Wow, warum war die Zeitlupe so schnell vorbei? Okay, das Ausweichen war scheiße gewesen. Habe ich verstanden. Das war okay gewesen. Okay, die wollen nicht. Ja, geht immer ruhig auf meinen inneren Dämon. Nicht, dass ich hier gerade irgendwas sehen würde. Ach komm, ey, als wäre ich nicht ausgewichen. Ah, was sie auch wieder für verzögerte Angriffsanimationen haben. Boom! Ja, ich bin der Kombo-Künstler. Ich drücke einfach irgendwelche Knöpfe und irgendwas passiert. So, Vers 4. Abgeschlossen. Gold minus. Eigentlich gar nicht so schlecht. Gehört das immer noch zu dieser Insel hier von den Versen hier? Es macht eben der. Ich habe die Struktur des Spiels noch nicht ganz kapiert, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Aber ich würde sagen, den Abschluss dieses Verses. Achso, ich glaube, hier wird es weitergehen. Wahrscheinlich, ne? Wir können nicht direkt da hinten rüber springen. Den Abschluss dieses Verses nutzen wir mal wieder für ein kleines Päuschen und spielen hier beim nächsten Mal weiter. Also, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.